Herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Da vorne sind Mutanten. Zumindest habe ich einen gesehen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da nicht noch mehr sind, weil das schaut ja ziemlich befestigt aus, das ganze Ding. Und ich werde hier gar nicht reinkommen, so wie das ausschaut, oder? Da drin drum. Ne, ich komme da gar nicht rein. Über den Weg. Nichts zum Holen. Auch nicht. Auch nicht. Ah, da drüben sind auch Mutanten. Vorbei. Schießt er mit dem linken? Nee, das Gewehr damit. Oh, komm, der nächste. Komm, der nächste. Ah, da ist auch wieder mit dem. Und so wie das ausschaut, kommt noch einer von links herbei getrappelt. Schauen wir mal, ob wir den rechten Arm demolieren können. Das ist ganz cool. Und hat er noch einen Arm oder einen hinter mir. Nerven unwahrscheinlich. Jetzt muss ich mal hochkommen irgendwie. Drüben sind Mutanten, da sind Mutanten. Da oben ist einer mit der Minigun. Ja, ich möchte jetzt auch ungern zwischen den Autos da stehen bleiben, weil das ist ja immer gefährlich, wenn die explodieren. Fällt mir gerade was ein. Ja, jetzt war nichts mehr viel Schuss. Das treff ich nicht von hier. Mist. Einen kritischen. Pass auf mich zu. Da kommen mehrere auf mich zu, sehe ich gerade. Da unten ist nämlich noch einer. Dann gleich mal Stimpaks einwerfen. Alter, was ist denn hier los? Da sind wir noch da oben. Geh denn von hier? Die Minikan. Ah, das linke Bein, das schaut gut aus.
langt ja, wenn er umkommt. Jetzt legt er los. Gehen wir hier? Nee, kann ich durchschießen. Wieso kann man nicht durchschießen? Was ist das für ein Mist? So. Mal gucken, was wir hier abgreifen können. Da müssen wir uns mal ein bisschen leichter machen. Und noch irgendwas, was wir zusammen wurschteln können? Ah ja, der Sturmgewehr. Okay, das langt erstmal. War da nicht irgendwo wieder Leichenteile? Genau. Die nehmen wir mit. Jetzt gucken wir da oben, weil da. Da ist noch was Rotes angezeigt. Die Spiele sind zu Ende. Zeit zu sterben. Ah, eine heiße Kartoffel. Granate machen. Ist er blind, weil dann trifft er mich umso schwerer. Ja, mal eine Hilfe geschehen, oder? Ich glaube, ich höre Stimmen. Gefangene, hier geschehen. So, aber erstmal. Das zum Thema, wieso es hier keine Raider gibt, weil die ich nämlich hier rum. Schon, ne? Ja. So, das nehmen wir alles mit. So, haben wir wieder Karma dazu gewonnen. Ja, eine ganze Basis hier ausgerottet. Komm ich da rum?
Oh, da unten ist ein Händler. Wenn er wahrscheinlich gleich vom Mutanten beschossen wird. Wieso rennt denn die blöde Funzel rüber zu den Mutanten? Muss man nicht verstehen. Hey, hey! Möchten Sie etwas kaufen? Crazy Wolfgang. Jo. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Nee. Mist hat er nur dabei. Schauen wir, vielleicht verkaufen wir was. Können wir wenigstens ein bisschen Geld haben. Danke. Mist, das war nicht das, was Hallo. Ich wollte. Mal kurz orientieren. Wir sind eigentlich kurz vor Rivet City, das ja? muss da hinten sein. Die Frage, muss ich hier unten entlang laufen oder muss ich da auf der anderen Seite? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Das Rivet City war, glaube ich, die Stadt mit dieser komischen Brücke, die da ausgefahren worden ist. Okay, so Rivet City. In der Hoffnung, dort gibt's Munition. Ich glaube, da muss man da hoch, um die Brücke ausfahren zu können, oder? Was ist mit dir los? Bitte, bitte. Haben Sie etwas? Ich trinke die ganze Zeit schon diese. Ich habe immer noch kein Wasser. Willkommen in River City. Bitte warten. Ach genau. Ja, da wird die Brücke ausgefahren und es dauert eine halbe Ewigkeit. Und es ist, glaube ich, jedes Mal so, wenn man in die Stadt will. Das hat mich damals, glaube ich, ziemlich genervt. Und das nächste Problem ist, diese Stadt ist ziemlich verwinkelt. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Und wer soll Ihr Vater sein? Wenn er auf diesem Boot lebt, kenne ich ihn. Ach ja? Und ich bin der Kaiser von China. Wenn Sie weiter so ein Klugscheißer sind, werden Sie mit dem Gesicht nach unten im Fluss enden. In Ordnung. Sie können reingehen. Wenn es irgendwelchen Ärger gibt, enden Sie im Fluss. Verstanden? Ja, wenn sich erstmal aufführen will, wieder Rotz am Ärmel. Mal geblästert, aber immerhin. Wir schließen bald. Erledigen Sie Ihre Geschäfte und gehen Sie. Ach genau, da durften wir... Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Da durften wir, glaube ich, zu einer gewissen Uhrzeit sich aufhalten. Wir werden bald schließen. Sie gehen jetzt besser. Ja, ich möchte Kriegsgerät kaufen. Was suchen kaufen. Sie denn? Am besten Waffen und ist nicht so knapp. Munition. Was brauche ich denn alles? 556er war die Sturmgewehrmunition. Ich brauche auf jeden Fall Schrotpatronen. 50, was kosten das? Und 556er. Aber mal locker 100. Mmh, 5mm ist die 10, ist die Minigun, brauche ich nicht unbedingt jetzt. Dann nehmen wir mal alles.
Dann nehmen wir die restlichen Schrotpatronen noch. Und jetzt sind wir bei 444. Und Stimpak nehmen wir noch mit. Das haben wir nämlich auch gerade gesehen. Dann nehmen wir nur 5. Müssen wir irgendwas verkaufen. Ja, das langt erst mal. Mit so jemandem macht man gerne. Jeglicher. Vielleicht wissen Sie ja nicht, mit wem Sie reden. Ich bin Commander Danvers, der stellvertretende Sicherheitschef. Nun, ich habe keine Zeit für Grünschnäbel wie Sie. Wenn Sie was zu sagen haben, raus damit. Tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über die Stadt. Ich mache mir viel mehr um das Hier und Jetzt Gedanken, wissen Sie? Denke. Am Heck. Von Ihnen aus gesehen das westliche Ende. Ach, wirklich? Wenn jemand Ihr Zeug klaut, holen Sie es sich zurück. Wenn Sie beschossen werden, schießen Sie zurück. Sonst muss ich es mir selber ansehen, bevor ich irgendwelche Schritte unternehme. Aha. War es jetzt zwar nicht, aber... Was hat der hier? Klamotten hat der. Willkommen im Potomac Attire. Wer sind Sie? Haben Sie Psycho? Ich brauche dringend eine Spritze. Bin aber leider pleite. Ich führe das Arzneimittelgeschäft, bin aber pleite und kann mir keine Medikamente kaufen. Wenn meine Frau Cindy das merken würde, sie passt immer auf den Vorrat auf. Wenn ich was davon nehme, sperrt sie mich aus. Wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Ah, wie? Geschichte? Was für eine Geschichte. Hier gibt's keine Geschichte, Junge. Ja. Also ich frag nach wegen der Geschichte, weil das ist ja auch ein Teil unseres Ödland. Du verziehst dich besser! Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Pauli und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantelli. Nein, nein, nein. Das würde ich niemals tun. Pauli macht das. Dieser Nichtsnutz von Ehemann. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich muss ihn aus dem Laden raushalten, sonst räumt er unsere Vorräte leer. Irgendwann wird es ihn umbringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was... Bannon hat mal erzählt, dass ihm der Erfolg der Stadt zu verdanken sei. Vielleicht... Bannon, wer war denn das? Bannon. Ich kenne sie nicht und schere mich nicht um sie. Ich habe nur wenig Zeit und ihre... Shrapnel, ich dachte, sie würden sich hier... Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmet. Meine Spezialität sind Meyer-Lurk-Kuchen. Mein Leguan ist allerdings auch sehr beliebt. Schön für dich. Oh, dann sollten Sie sich vielleicht lieber in die Ecke setzen. Ich kann nachsehen, ob wir... Ich weiß, dass viele Läden geöffnet haben, als die Hydroponikanlage endlich funktionierte, aber das ist wohl kaum der Anfang von allem, oder? Da kann Ihnen vielleicht Vera Weatherly helfen. Sie ist ja sehr gesprächig und wenn jemand ein paar Geschichten aufgegabelt hat, dann sie. Vielen Dank für den... Essen selbst schießen. Weatherly, finde ich die ganze Pappnase. Schauen wir nach oben, das ist nämlich ein Stück der Bar, glaube ich. Hey, renn nicht weg. Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen.
Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Mhm. Wirklich? Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Danke. Ich werde kurz vor Ladenschluss bei Flag and Shrapnels reinschauen. Ich kann Ihnen nichts geben, aber ich glaube, ich kann Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Sollten Sie jemals in den Norden kommen, dort gibt es ein geheimes Sklavenversteck, den Tempel der Einheit. Dieses Versteck könnte Ihnen helfen. Ja, das kenne ich aber schon, oder? Da komme ich ja her eigentlich. Tempel der Einheit. Das war doch, wo war denn das jetzt? Das ist ja dieses Friendship-Dings da. Hm. Da, genau. Da sind wir hergekommen schon mal. Ich bin Pater Clifford. Dies ist die Kirche von Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von Rivet City sehr beliebt. Seltsam, dass Sie noch nie von ihr gehört haben. Falls Sie Ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Die Messe beginnt um 8 Uhr. Sie sollten vorbeikommen. Mhm. Ach, es ist nicht die Vergangenheit der Stadt, die mich beschäftigt. Aber wenn es Sie wirklich interessiert, würden Miss Waverly oder Mr. Bannon sich... Also, Waverly und Bannon müssen wir finden. Egal, wo die sind. Das ist ein Drecksloch, ja. Ich suche nach... Ich bin im Dienst. Fassen Sie... Oh ja, er ist total abgesackt. Ich bin froh, dass ich nicht in Cindy's... Was ist das da unten? Ein Mann. Ein Mann? Ein Mann, ein Mann. Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Mhm. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch, wie schön. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Und? Was ist es für ein Dokument? Da, wo wir nämlich herkommen von dem Roboter. Unabhängigkeitserklärung. 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson... An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz... Diese herausragende Leistung wurde... Ach, wirklich? Hervorragend! Sie werden es nicht be... Die Unabhängigkeitserklärung liegt in... Ja, das kennen wir alles. Nein. So ein Privatzimmer. Da unten noch was, ne? Willkommen bei der Gesellschaft. So.
So. Ich heiße Janice Kaplansky und ich bin die Chefbotanikerin. Was brauchen Sie? Ich habe gesehen, wie ein Mann mit Dr. Lee gesprochen hat. Aber sie hat bereits schlechte Laune. Sie sollten vielleicht... Wenn es nichts mit dem Wissenschaftlerviertel zu tun hat, kann ich Ihnen nicht weiter... Mist. Fragen dort sind wir die von Dr. Lee. Wir wissen nichts über einen entflohenen Roboter und es ist uns egal. Was darf's denn sein? Hören Sie, einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Lee vorbei. Ödländer? Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Ja, ja. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran erinnern zu können. Genau, und James hat wahrscheinlich nie von mir gesprochen. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit ihren Eltern zusammengearbeitet. Jetzt betreibe ich hier in Rivet City das Forschungslabor. Das hier war meine einzige Option. Als ihre Mutter starb, ging Vater mit ihnen weg. Er ließ die Arbeit hinter sich. Wir konnten nur dasselbe tun. Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er Sie dort zurückgelassen hatte. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Ja, ist naja, gut. Hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. So. River City ist eine der wenigen zivilisierten Bastionen im Land. Wir wollen unsere Gesellschaft neu aufbauen, um die Welt wieder bewohnbar zu machen. Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm, nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Sie wurden geboren. Aber es ging nicht nur um Sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und Ihre Geburt brachte das fast dann zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass Sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir Ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne Ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Okay. Viel Glück. So, und ich würde sagen, das war's auch für die heutige Folge. In der nächsten Folge will ich auf jeden Fall weitersuchen, um die Geschichte von Rivet City in Erfahrung zu bringen. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches?